Oh mein Gott, Freunde, ich zeige euch im heutigen Video, wie jeder Brawl Stars Spieler diesen gratis Rage Quit Tara Skin bekommen wird. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Leute, oh mein Gott, Alter, heute gibt es mal wieder ein geisteskrankes Video, denn im heutigen Video kann ich eine fette Ankündigung für euch machen. Und zwar der nächste Gratis-Skin für alle Spieler. Was heißt das genau? Das heißt genau, es ist kein Gewinnspiel oder sowas. Also jeder kann diesen Skin wirklich auch bekommen. Und ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar hat das Ganze mit der Brawl Stars WM 2022 zu tun. Die Brawl Stars WM 2022 wurde ja bereits letztes Jahr mit diesem Trailer hier angekündigt. Und jetzt ist es endlich offiziell. Und zwar wird die WM Ende November, ich glaube vom 25. bis 27. November in Paris sein. Und zwar im Disneyland in Paris, Leute. Ich werde übrigens auch vor Ort sein und ja, mir das Ganze live anschauen und krasse Videos von dort für euch produzieren. Da könnt ihr schon mal ultra drauf freuen, Leute. Genau, das war dieser Teaser-Trailer für das Finale auf jeden Fall, ne? Und genau, jetzt ist es quasi offiziell geworden und bei diesem Event könnt ihr dann alle den gratis Rage Quit Tara Skin gewinnen. Ihr habt den ja schon im Pre-Intro eingeblendet gesehen, aber ich zeige ihn euch jetzt nochmal in der vollen Pracht, Leute. So wird dieser Tara Skin eben aussehen, Leute. Ich finde den ultra krass, der ist extrem geil. Überlegt einfach mal, dass das ein Gratis-Skin ist, wie heftig der ist. Und wenn ihr Tara noch nicht habt, kriegt ihr auch Tara gratis übrigens. Genau, so wird es dann eben aussehen, wenn man den Skin zieht. Ihr seht schon World Final 2022 Skin und ihr seht schon, der ist auch so in diesem E-Sports-Style auf jeden Fall, ne? Das sieht man ja eindeutig und Rage Quit bedeutet ja auch so, okay, sie ist wütend und schließt das Spiel. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Begriff Rage Quit. Genau, gleich zeige ich euch auf jeden Fall, wie ihr jetzt diesen Skin gewinnen könnt. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Teams für das Finale. Und ja, bevor wir jetzt eben weitermachen, zeige ich euch, wie ihr den Skin genau bekommen könnt. Hier ist die offizielle Seite, wo das Ganze ankündigt, Leute. Das ist also jetzt auch kein Scherz oder sowas, aber ihr seht schon, vom 25. bis 27. November ist es ein 3-Tages-Event direkt im Disneyland in Paris, Leute. Das ist auf jeden Fall zu krank. Und ihr seht schon, hier ist der Skin angekündigt direkt von Brawl Stars. Hier steht auf jeden Fall übersetzt, wir fügen diesen Skin hinzu bei event.brawlstars.com. Und dort kann man dann eben dadurch, dass man richtig tippt, diesen Skin gratis bekommen. Wir planen, die Tipps ein paar Tage vor der Show zu öffnen, dass man abstimmen kann für diesen Skin eben auch. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal ganz kurz, wie das letztes Jahr dann aussah. Ihr seht hier, wie gesagt, alle Infos, ne? Es geht um 1 Million Dollar Preisgeld auch. Aber ich zeige euch auf jeden Fall jetzt erstmal ganz kurz, wie das letztes Jahr bei dem Banditin Jessie Skin dann eben aussah. So, Freunde, ihr seht schon, dieser Skin wird dann auch dieses Icon hier oben haben, dieses World Finals Icon. Und ich habe euch, wie gesagt, ja in diesem Video gezeigt, wie man den Skin damals bekommen konnte. Das war auf dieser Seite, das wird auch dieses Mal wieder so sein. event.brawlstars.com und dort konnte man dann eben tippen, ne? Ihr seht schon, zack, da konnte man interagieren, um Belohnungen zu verdienen und das wird dieses Mal dann auch wieder so sein mit dem Tara Skin. Ihr seht schon, am Ende dann ist dieser Katzenbanditin Jessie Skin am Start. Dann habe ich so gedrückt, jetzt starten und genau, Sieger tippen, ihr seht schon, ne? Ich werde natürlich euch ganz sicher nochmal darauf hinweisen, dass ihr das nicht verpasst, Leute. Also Freunde, hier seht ihr, hier konnte man die Sieger dann eben tippen, da habe ich mir dann eben noch die Teams angeguckt. Zum Beispiel Symantec habe ich ja jetzt auch in echt mal getroffen, bei diesem Event, wo ich die 4000 Euro gewonnen habe. So, dann hier nochmal die Teams und so weiter. Und dann habe ich mich eben, ja, immer entschieden für den Sieger, hab ihn einfach angetippt, gewählt und ja, dann habe ich eben einige Tipps richtig gehabt, einen natürlich auch falsch und ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussah. Man hat dann immer sofort die Belohnungen in den Posteingang bekommen, also auch die Münzen und so weiter und jetzt, zeige ich euch natürlich dann auch nochmal, wie das dann aussieht, wenn man den Katzenbanditin Jessie Skin dann auch in den Posteingang geschickt bekommen. So Leute, ich habe damals kein extra Video dazu hochgeladen, aber Clash Games hat das gemacht und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das damals dann aussah, als er den Katzenbanditin Jessie Skin auf jeden Fall abgeholt hat und da kam auf jeden Fall, ihr seht schon, diese Nachricht mit dem Ausrufezeichen und zack, Katzenbanditin Jessie Skin, oh mein Gott, einfach zu krank, Digga.
So, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch nochmal die anderen Sachen eben abgeholt. Ihr seht schon, wie viele Gratis-Belohnungen man dadurch eben bekommen hat. Auch Pins und so weiter. So, Leute, da hat er dann auf jeden Fall den Skin abgeholt. Zack. Und genau, so funktioniert das dann eben. Ihr kriegt den gratis in den Posteingang, wenn ihr die richtigen Tipps macht. Ich werde natürlich dann auch mit Pros sprechen und euch die richtigen Tipps empfehlen. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Und ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir uns nochmal den Skin genau an, ob der, ja, wie krass der ist. Also, wie gesagt, Freunde, ich finde den Skin extrem geil. Und vor allem, überlegt einfach mal, dass ihr dadurch auch Tara kostenlos bekommen. Letztes Mal war das ja ein Meilenstein-Skin für Jessie. Dieses Mal also noch krasser ein Skin, der dann quasi auch ein mythischer Brawler gratis bedeutet. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr cool. Also alle, die noch nicht Tara haben, bekommen auch Tara gratis. Ich finde das Ganze auf jeden Fall extrem geil und ich freue mich unnormal auf die WM. Ich werde das erste Mal live bei so einem Event dabei sein. Das heißt, ja, ihr könnt euch darauf freuen, auf einen coolen Vlog aus Paris, aus dem Disneyland vom World Finals Finale. Ja, das wird auf jeden Fall ultra geil, Leute. Lasst nochmal ein Like da, kostenlos Abo. Wir sehen uns und ciao, ciao.